Das mit dem Gebet ist immer so eine Sache. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das Gebet in der Ecke versteckt eine gute Sache ist. Warum? Weil wenn ich mich verstecke und heimlich bete, das heißt, als würde ich jetzt etwas Verbotenes machen. Außerdem, was ist das für ein Chef, der das verbietet? Wer ist der denn überhaupt? Was ist das für eine Arbeit, die so wichtig ist, dass ich mein Gebet vernachlässige? Dass ich im Geheim beten muss? Dann gibt es eine Pause. Dann gehe ich in eine Pause. Vielleicht in der Nähe gibt es eine Moschee, vielleicht gibt es eine Ecke, wo ich mein Gebet verrichten kann. Dann nehme ich die üblere Version und dann lege ich die Gebete zusammen. Besser als wenn ich so im Sitzen bete. Und ihr wisst, wer im Stehen betet, das heißt sich nicht niederwerft, kriegt auch die Hälfte Belohnung. Wer sich sitzt, noch weniger. Wer im Liegen betet, kriegt noch weniger Belohnung. Ja, so ist es. Man muss sich anstrengen.